Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video die Lösung zur Übung 6 anschauen, in der wir ein Kartenspiel programmieren sollen. Und ich habe dafür schon mal ein ganz normales Konsolenprogramm hier in Visual Studio erstellt. Wir sehen hier auch die übliche Program-Klasse inklusive der Main-Methode. Und was ich noch dazu schreiben werde, ist ein neues Testprojekt. Das findet man unter Visual C-Sharp Test. Unit Test Project, und das werde ich eben hier jetzt wie gewohnt benennen. Also ich beziehe mich hier auf Kartenspiel. Die Klassen, die in diesem Projekt liegen, möchte ich testen, und ich füge einfach bloß Tests an den Namen dieses Projekts hier dran. Und damit ich eben die Klassen, die ich hier oben schreibe, nutzen kann, referenziere ich sie hier in meinem Unit Test Projekt in der Solution. Einfach bloß das hier diese Referenzen habe, um die Tests oben zu schreiben. Ja, dann schauen wir mal, was wir denn als erstes machen müssen. Wir sollen eben ein simples Kartenspiel implementieren, und dazu sollen wir eben eine Klasse Karte erstellen, die sich wie ein Value Object verhalten soll, und die Werte zur Identifikation für das Value Object sollen eben einmal eine Kartenfarbe und einmal der Kartenwert sein, den wir hier sehen. Und genau das sind eben die ersten beiden Enumerationen, die ich hier jetzt erstmal hinzufüge. Also ich mache hier einmal die Kartenfarbe. Das ist natürlich eine Enumeration. Und hier werde ich eben sagen, dass wir hier Kreuz, Pik, Herz und Karo haben. Und dann füge ich natürlich noch eine zweite hinzu, das ist der Kartenwert. Hier haben wir natürlich 7, 8, hier muss ich erst die Enum natürlich nehmen, 9, 10, Bube, Dame, König und Ass. Ja, das sind die beiden Enums, die wir schon aus dem Unterricht kennen, und diese beiden sollen wir jetzt eben für die Karten einsetzen. Und deswegen erstelle ich mir hier eben auch gleich eine Klasse, die Karte heißt. Auch die mache ich public. Bitte denken Sie dran, prinzipiell können Sie davon ausgehen, dass jeder Typ, den Sie schreiben, public sein soll. Bei den Members einer Klasse sollten Sie dann eben jeweils unterscheiden, ob private oder public oder protected zutrifft und so weiter. Genau, und eine Karte, wie hier eben in der Angabe stand, soll sich eben über eine Kartenfarbe und einen Kartenwert definieren. Und da es ein Value Object sein soll, soll das Ganze natürlich auch immutable sein. Das heißt, ich muss diese beiden Werte idealerweise über den Konstruktor entgegennehmen. Einmal eine Farbe, einmal einen Wert. Und ich erstelle mir dazu eben Felder, die read-only sind. Und weise im Konstruktor hier jetzt selbst auf diese Felder einfach die entsprechenden Parameterwerte zu. Man kann sich jetzt natürlich noch fragen, möchte ich jetzt hier einen Guard Clause haben für Farbe und Wert? Ich würde das nicht empfehlen. Enumerationen sind immer Value Types oder Wertetype auf Deutsch. Das heißt, sie können nicht null werden. Das heißt, diese Überprüfung würde hier schon mal wegfallen. Also der Aufrufer kann nicht null übergeben, wenn ich eine neue Karte erstelle. Rein theoretisch haben wir ja im Unterricht festgestellt, dass man es hinbekommt, dass man eine Instanz der Kartenfarbe eben erstellt, die nicht zu diesen Konstanten hier passt, die wir hier eigentlich festgelegt haben. Und hier fällt mir auf, dass ich vielleicht hier auch den Kartenwert direkt auf 7 festlegen sollte, damit wir hier diese Konstantenwerte gleich eben auf die entsprechenden Werte initialisieren.
Aber von dieser, von diesen Guard Clauses würde ich hier im Konstruktor tatsächlich absehen und hier einfach bloß die Werte zuweisen. Okay, ich werde hier mal die Klasse umbenennen und auch die Datei und nenne diese eben jetzt Kartentests. Und wir möchten ja ein Value-Object haben. Und ein Value-Object sagt ja im Wesentlichen aus, dass zwei Instanzen einer Karte, die dieselbe Farbe und denselben Kartenwert haben, als gleich gelten. Das ist ja die Definition eines Value-Objects. Wenn ich zwei Objekte habe der gleichen Klasse und die haben die gleichen Feldwerte, dann sind sie als gleich anzusehen. Und natürlich kann ich mir dazu auch einen Test schreiben. Zwei Karteninstanzen mit identischen Werten gelten als gleich. Was wir hier jetzt natürlich machen können, ist, dass wir uns mal zwei Karten erstellen, wo wir jetzt beispielsweise Herz reingeben als Farbe und König als Wert. Und das machen wir eben zweimal. Und wenn ich dann hier jetzt im Prinzip muss dieser Ausdruck hier true zurückgeben, wenn ich Karte 1 gleich Karte mit Karte 2 vergleiche. Und wir können dann natürlich auch mal sagen, dass wir versuchen, diesen Test hier jetzt auszuführen. Und wir sehen, der schlägt eben noch fehl, weil der Gleichheitsoperator hier eben noch false zurückgibt. Und diese Funktionalität eines Value-Objects müssen wir eben jetzt schrittweise hier in diese Kartenklasse rein implementieren. Ich fange jetzt also erstmal an mit dem Grundlegendsten, was man machen sollte. Das ist meines Erachtens eben I equitable of t implementieren. Und das t löse ich hier eben nach Karte auf. Und dieses iEquitable Interface, das können wir uns ja auch nochmal ganz kurz anschauen, das gibt eben vor, dass es eine Equals-Methode gibt, bei der ich ein t als Parameter bekomme, also bei uns eben eine Karte, und ich muss dann true oder false zurückgeben, wenn das andere Objekt gleich meiner ist, meinem ist oder dem jetzigen ist, und false, wenn das eben nicht der Fall ist. Das heißt, ich mache hier genau diese Methode rein. Ich bekomme hier eben eine andere Karte als Parameter. Und das Erste, was ich natürlich machen kann, ist erstmal gucken, ist denn diese andere Karte gleich null? Wenn das der Fall ist, dann gebe ich eben false zurück, weil bei der anderen Karte handelt es sich eben nicht wirklich um eine Referenz auf ein anderes Kartenobjekt, sondern diese Referenz zeigt auf nichts. Ja, und wenn wir aber sicher gegangen sind, dass die andere Karte nicht null ist, dann kann ich natürlich jetzt hier einfach mal meine Farbe vergleichen mit der Farbe der anderen Karte. Und ich kann natürlich auch den Wert mit dem anderen, mit dem Wert der anderen Karte vergleichen. Und auf diese Weise kann ich dann eben sicherstellen, dass zwei Karten als gleich angesehen werden, wenn sie dieselbe Farbe und denselben Wert haben. Was ich ja noch gar nicht gemacht habe, ist eben Eigenschaften, mit denen ich lesend auf Farbe und Wert zugreifen kann. Das werde ich natürlich auch noch machen. Eben von außen auch auslesen kann. So, es ging jetzt eigentlich darum, dass wir iEquitable of t implementiert haben. Das haben wir jetzt hier gemacht. Das ist der erste Schritt für eben die Gleichheit. Und der zweite Schritt, den man machen sollte, ist Equals überschreiben von
Object. Wir leiten ja immer implizit vom Object ab, auch wenn wir das in der Vererbung der Klasse hier oben gar nicht mit angeben. Und in diesem Fall würden wir eben hier diesen Equals aufrufen, natürlich einfach an die Methode hier oben weiterleiten, weil hier haben wir im Prinzip diesen Vergleich ja schon implementiert. Und dieses Object, was ich eben hier als Parameter hier reinbekomme, das versuche ich einfach zur Karte zu casten mit dem as-Operator. Und wenn dieses andere Objekt eben keine Karte ist, sodass dieser Cast fehlschlagen würde, dann würde hier einfach null übergeben werden und dann würden wir einfach hier in diesen Fall reinlaufen, dass wir dann einfach null zurückgeben, was ja richtig ist. So, wenn wir equals aus Object überschreiben, müssen wir natürlich auch den Hashcode überschreiben. Und hier macht es dann eben Sinn, einfach zu sagen, dass wir getHashCode vom Wert aufrufen. Und wir werden im Prinzip dann einfach sagen, dass wir das mit XOR hier mit der Farbe verknüpfen. Man könnte sich hier überlegen, dass man für die HashCode-Zusammenstellung vielleicht sagt, okay, Farbe liegt zwischen 0 und 4. Wert liegt zwischen 7 und 14, wenn ich mich nicht ganz verrechne. Also 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, genau. Dass man im Prinzip sagt, okay, wir könnten uns dann die Bit-Repräsentation wirklich mal anschauen und beispielsweise den Wert eben um meinetwegen 16 Stellen verschieben und sozusagen, dass die obersten 16 Bits einer 32 int Zahl von Wert genutzt werden, weil das ist ja irgendwas zwischen 7 und 14 und die Farbe ist irgendwas zwischen 0 und 3, wenn wir uns das hier anschauen. Hier wird ja einfach 0, 1, 2, 3 standardmäßig für diese Enumeration vergeben und damit könnte man sich eben einen sinnvolleren Hashcode ausdenken, als das hier der Fall ist. Aber ich habe es jetzt einfach mal XOR verknüpft. Wenn man eben eine Informationsverschränkung bei der getHashCode-Methode hat, ist es üblich, dass man einfach auf den einzelnen Feldern bei ValueObjects getHashCode aufruft und die dann mit XOR verknüpft. Okay, das war Punkt 2. Was wir jetzt natürlich noch machen können, ist, dass wir den Gleichheits- und Ungleichheitsoperator jeweils überladen. Diese müssen ja in C-Sharp in Kombination überladen werden. Wenn wir uns später C++ anschauen werden, werden wir sehen, dass es da nicht so ist. Aber die C-Sharp-Entwickler haben sich eben gedacht, wenn man den Gleichheitsoperator überlädt, wäre es inkonsistent, wenn wir den Ungleichheitsoperator dabei außen vor lassen. Und genau deswegen müssen wir eben in C-Sharp beide überladen. Und das machen wir eben, indem wir eine statische Funktion erstellen, die eben der Gleichheitsoperator gibt einen Wahrheitswert zurück. Deswegen muss auch diese Funktion einen Boolean zurückgeben. Und die Methode muss eben besonders heißen. Das ist eben hier mit dem Operator-Kennwort oder Schlüsselwort gekennzeichnet. Und dann geben wir hier den ist-gleich-ist-gleich-Operator an. Und wenn wir uns den ist-gleich-ist-gleich-Operator anschauen, dann müssen wir hier einfach eben auf der linken Seite eine Karte haben und auf der rechten Seite eine Karte. Deswegen müssen wir auch hier eben zwei Kartenobjekte als Parameter entgegennehmen. Man muss sich eben je nach Operator überlegen, okay, was braucht denn dieser Operator für Operanden, der Gleichheitsoperator eben zwei links und rechts ein und genau die gibt man dann als Parameter an und dann muss man sich eben noch überlegen, was gibt denn der Gleichheitsoperator zurück, einen boolschen Wert, na gut, dann muss ich hier eben bool als Rückgabetyp annehmen. Und so geht man einfach bei jedem Operator vor, man guckt sich an, was braucht er für Operanden und gibt die als Parameter jeweils an und den Rückgabewert muss man sich eben auch dann aus dem Operator jeweils heraus überlegen. Okay, also das Erste, was wir mal machen müssen, es könnte ja sein, dass wir hier x gleich 0 übergeben bekommen.
Das heißt, wir müssen hier erstmal das überprüfen. Das heißt, ist x gleich null? Und Vorsicht, hier hat mein Code-Unterstützungstool mir gleich sinnvollerweise an der linken Seite erklärt, dass das ein rekursiver Aufruf ist. Und das muss man sich hier auch auf der Zunge zergehen lassen. Wenn wir eben hier x gleich 0 schreiben, dann ist es nichts anderes, als dass ich eben diesen Operator hier einsetze. Und immer wenn wir diesen Operator mit zwei Karten einsetzen, landen wir ja in dieser Funktion hier, die wir hier geschrieben haben. Und das heißt nichts anderes, als dass wir uns hier eben rekursiv aufrufen. Vorsicht! Genau das wollen wir hier an dieser Stelle natürlich nicht machen. Und dafür gibt es die Reference Equals Methode. Das ist eine statische Methode, die von Object mitkommt. Und hier können wir dann eben überprüfen, indem wir hier diese Sachen übergeben, ob x gleich null ist. So, wenn das der Fall ist, dann können wir eben schauen, ist denn auch y gleich null? Wenn beides der Fall ist, also wenn wir hier tatsächlich null mit null vergleichen, dann muss dieser Operator true zurückgeben. Deswegen schreibe ich das einfach so. Wenn y nicht null wäre, würde reference equals y gleich null eben false zurückgeben. Das heißt, in diesem Fall würden auch wir wiederum false zurückgeben durch diese Return-Anweisung. Sind aber jeweils x und y null, geben wir true zurück. So, und da wir hier unten jetzt eben sicher sein können, dass x ungleich null ist, können wir jetzt natürlich hier problemlos die equals-Methode aufrufen und wir übergeben jetzt hier einfach y rein. Und das, was uns diese equals-Methode, die wir hier oben natürlich schon geschrieben haben, diese hier, wenn die uns true zurückgibt, dann sagen wir das gleiche einfach auch hier bei diesem Operator gleich. So, und damit wir das Ganze natürlich auch noch ganz korrekt haben, ist natürlich die Operatorenüberladung vom Ungleich-Operator notwendig. Und auch der bekommt eben zwei Kartenobjekte. Und hier gebe ich dann einfach bloß den Aufruf an den Gleichheitsoperator weiter. Das heißt, ich gucke mal, ob x gleich y ist. Und der Ungleichheitsoperator macht ja genau das Gegenteil vom Gleichheitsoperator. Das heißt, ich negiere dann einfach das Ergebnis, was jetzt hier von diesem Methodenaufruf zurückkommt. Und damit ist auch dieser Operator üblicherweise implementiert. Also das ist meistens genau das, was man eben beim Ungleichheitsoperator machen muss, dass man einfach den Gleichheitsoperator aufruft und dann schaut, ob wir hier das korrekt gemacht haben. So, ein Problem haben wir wahrscheinlich noch hier oben. Wir vergleichen hier noch andere Karte mit null. Und genau dann landen wir eben wieder hier unten. Das heißt, wir müssen auch diesen Aufruf hier oben natürlich noch anpassen. Wir machen hier reference equals, andere Karte und null. Und damit sind wir auf der sicheren Seite, dass wir nicht innerhalb dieser equals-Methode hier die Überladung des Gleichheitsoperators hier aufrufen. Okay, und dann gucken wir mal, ob unser Test jetzt grün wird. Und wir sehen, das tut er tatsächlich. Das heißt, wenn wir den uns nochmal anschauen, dann sehen wir eben, wir haben hier jetzt zwei Objekte erstellt, die dieselben Werte haben. Und wenn wir die beiden hier jetzt vergleichen, mit dem Gleichheitsoperator beispielsweise, kriegen wir eben raus, dass diese tatsächlich als gleiche Objekte erkannt werden, was eben vorher noch nicht der Fall war. Und damit haben wir eben Teil 1 dieser Aufgabe erfüllt, dass wir eine Klasse Karte geschrieben haben, die sich wie ein Value-Object verhält. Nochmal kurz zusammengefasst. IEquitable of t implementieren, equals überschreiben, getHashCode überschreiben, beides kommt von Object zu uns und idealerweise überlädt man dann eben auch noch den Gleichheitsoperator und den Ungleichheitsoperator, damit man eben genau diese Syntax hier verwenden kann, die man auch häufig von Übereinstimmungen mit Gleichheits- oder bei Gleichheitsprüfungen im Allgemeinen einsetzt. Okay, dann kommen wir zu Teil 2. Den Kartenstapel erzeugen. Dazu sollen wir eben eine Klasse
implementieren, die das folgende Interface mit implementiert. Das heißt, das erste, was ich hier jetzt machen werde, ist, dass ich mir mal dieses Interface hier in meine Solution mit rüberhole. Und das war der AI-Kartenstapel-Ersteller, wenn ich mich recht entsinne. Und dann tausche ich hier das ganz einfach aus. So. Und dann werde ich mir natürlich auch noch eine Klasse erstellen, in der ich dann dieses Interface tatsächlich implementiere. Also, wir machen den Kartenstapel-Ersteller. Und ich kann eben Visual Studio sagen, dass er bitte direkt dieses Interface implementieren soll. Üblich einfach, wenn man dieses blaue Kästchen links unten sieht, Steuerung Punkt drücken und dann den entsprechenden Befehl aussuchen. So, und innerhalb dieser Methode müssen wir jetzt eben von jeder Kombination aus Farbe und Wert eine Karte erstellen und die zu einer Collection hinzufügen. Zumindest steht das hier eben in diesem Text mit drin. Und genau das werden wir erstmal machen. Ich erstelle mir einen Kartenstapel und das ist einfach eine Liste von Karten. Und wir haben jetzt eben die Möglichkeit, dass wir uns alle Farben holen, indem wir besagte Enum-Klasse einsetzen und deren statische GetValues-Funktion aufrufen. Und wir nutzen hier jetzt eben Type of Kartenfarbe. Und wir haben ja schon im Unterricht gesagt, Enum ist eben die Klasse, von der alle Enumerationen automatisch ableiten. Wir können ja Vererbung bei Enumerationen nicht steuern. Und der Compiler sorgt quasi dafür, dass jede Enumeration implizit von dieser Enum-Klasse ableitet. So, und mit dieser statischen GetValues-Funktion kann ich mir eben alle Werte holen, die eine Enumeration vorgibt. Das gleiche mache ich natürlich auch mit allen Werten. So. Und im Prinzip nutze ich dann einfach eine For-Each-Schleife, in der ich eben durch alle Farben durchlaufe. Wir brauchen hier jetzt eben die Kartenfarbe. Das Problem ist, diese enum-get-values-Funktion ist geschrieben worden, als es das .NET Framework 2.0 noch nicht gab und damit auch keine Generics. Und wenn man sich diesen Typ, den man hier bekommt, anschaut, dann sieht man, dass das ein Array ist und das ist eben die nicht generische Variante eines Arrays. Man sieht auch, es ist eine abstrakte Klasse, also letztendlich bekommt man eigentlich eine Subklasse, die dann dahinter steckt. Aber deswegen muss ich hier direkt Kartenfarbe angeben, damit das, wenn ich hier var angebe, würde hier das eben als Object behandelt, weil eine nicht generische Collection hat ja üblicherweise den Typ Object, wie wir gelernt haben. Aber die For-Each-Schleife unterstützt es eben, dass ich, wenn ich hier Kartenfarbe angebe, dass der entsprechende Cast direkt vorgenommen wird. So, und hier laufe ich dann eben durch die Kartenwerte durch. Wenn ich hier noch schreiben könnte. So. Und ich laufe hier natürlich durch alle Werte durch. Und dann füge ich einfach zum Kartenstapel eine neue Karte hinzu, die eben die aktuelle Farbe und den aktuellen Wert des Schleifendurchlaufs hat. Ganz am Ende, wenn ich alle beiden Schleifen vollständig durchlaufen habe, gebe ich dann natürlich noch diese Collection zurück, die wir als Kartenstapel annehmen. Und der Nutzer kann dann eben diesen Kartenstapel wiederverwenden. Ja, und dann können wir eben noch einen neuen Test schreiben. Ich glaube, das werde ich gleich mit zu den Kartentests einfach mit reinmachen. Ich habe ja hier sogar vorgegeben, dass es eine Testmethode gibt, die wir hier einsetzen können.
So, und ein Problem haben wir hier noch. Ach, das Ganze wird nicht umgebrochen, wie schon eben auch. Und dann brauchen wir das noch. Eigentlich soll es so sein. Habe. So. Genau. Hier hatte ich offensichtlich einen Schreibfehler drin. Und dann schauen wir einfach mal, wie das Ganze jetzt ausschaut. So. Und dann haben wir das Ganze auch ordentlich formatiert, meines Erachtens. Also im Prinzip werden wir in dieser Testmethode einfach eben einen neuen Kartenstapelersteller erzeugen, instanzieren und dann rufen wir mal auf ihm die Erstelle-Kartenstapel-Funktion auf und dann laufe ich eben mit zwei Vorschleifen durch den kompletten Kartenstapel jeweils durch und vergleiche alle Karten miteinander und in keinem Fall dürfen die eben gleich sein. Und dann lassen wir diesen Test auch mal laufen und sehen eben, dass auch dieser glückt, das heißt keine Karte in unserem wurde doppelt erzeugt in unserer neuen Klasse, die wir hier haben. Okay, dann können wir fortfahren mit Aufgabe 3. Als letztes sollen wir eben diesen Kartenstapel mischen. Dazu sollen wir eben diesen Rumpf hier mehr oder weniger übernehmen. Das heißt, ich baue mir wieder eine neue Klasse. Ist der Kartenmischer. Und der hat eben eine Methode, die heißt Mische Karten oder Mische Stapel hieß es, glaube ich. Und der bekommt eben eine I-List von Kartenobjekten. Und hier müssen wir uns jetzt eben einen Algorithmus überlegen, mit dem wir diese eingehenden Kartenstapel mischen können. Das erste, was ich natürlich noch mache, ist, dass ich kurz überprüfe, ist denn dieser Kartenstapel gleich null? Dann werfe ich eine Argument Null Exception für den Kartenstapel. Und wenn ich das gemacht habe, dann wäre ein ganz simpler Algorithmus, dass ich ganz einfach meinetwegen 1000 Mal durch diese Vorschleife hier laufe und dann einfach an einer beliebigen Stelle den, also wir können uns hier eben eine Instanz von random erzeugen, wenn ich es mit meiner Schreibweise noch hinbekomme. Und wir können jetzt hier eben wirklich sagen, Kartenstapel, Entschuldigung, dass wir uns einen neuen Index holen. Dazu nutzen wir einfach ein random next. Und damit wir eben beschränkt sind auf einen korrekten Index, gebe ich hier einfach Kartenstapel.count an. Und dann werde ich einfach hier aus dem Kartenstapel an der Stelle dieses Indexes, wir können das auch mal Zufallsindex nennen, die entsprechende Karte entfernen, dann hier eben die ein remove add auf diesen Zufallsindex machen, damit eben das tatsächliche Objekt aus diesem Kartenstapel raus ist. Und dann füge ich es einfach ganz am Ende wieder hinzu. Also im Prinzip kann man sich diesen Algorithmus so vorstellen, dass ich eine beliebige Karte aus dem Kartenstapel ziehe. Das passiert in diesen beiden Zeilen hier. Und dann lege ich diese Karte hinten wieder an den Stapel ran. Und so, also das ist ein ganz einfacher Mischalgorithmus,
wenn ich das 1000 Mal mache, kann ich eben dafür sorgen, dass die Reihenfolge der Karten hier eben unterschiedlich wird. Ja, und auch damit sind wir eben mit dieser Aufgabe 3 fertig. Und als letztes sollen wir eben hier jetzt ein Kartenspiel implementieren, das wir uns mehr oder weniger selber aussuchen können. Ich habe in der Übung gesehen, dass einige beispielsweise Blackjack gemacht haben. Und einige werden vielleicht auch erkannt haben, dass es gar nicht so einfach ist, auch teilweise einfache Kartenspiele wie Mau Mau dann tatsächlich in Programmieren umzusetzen. Weil auch kleine Kartenspiele haben üblicherweise eben einige Regeln und diese einigen Regeln heißt es eben zu implementieren und im richtigen Kontext das Richtige auszuwählen. Deswegen, also Blackjack war eben zum Beispiel ein gutes Beispiel, was man relativ leicht hinbekommt. Oder man kann sich natürlich hier auch an dieses Pseudokartenspiel, das ich mir ausgedacht habe, halten. Und das besagt eben, dass immer zwei Spieler gegeneinander spielen. Jeder bekommt 2 Karten auf die Hand. Pro Zug muss ein Spieler eine Karte ziehen und eine ablegen. Und ein Spieler hat eben dann gewonnen, wenn er 2 identische Karten auf einer Hand hält. Und genau das werden wir jetzt machen. Ich werde jetzt als erstes mal hier eine neue Klasse hinzufügen, die eben einen Spieler repräsentiert. Und jeder Spieler braucht eben einen Namen. Deswegen werde ich mir das hier jetzt eben so übergeben. Und Guard Clauses sind eben so wichtig, dass ich hier mit meinem Code-Unterstützungstool, das übrigens ReSharper heißt, diesen Guard Clause für den Parameter auch direkt hier erzeugen lassen kann. Und was ein Spieler eben auch noch haben soll, ist eine Hand. Das möchte ich eben als wiederum Liste von Karten haben. Das ist eben die Hand. Und die initialisiere ich mir einfach hier direkt mal auf eine neue Instanz von Liste, damit dieses Objekt eben nicht null ist. Und dann baue ich mir eben noch Eigenschaften dafür, damit man von außen... damit man eben von außen über diese Eigenschaften lesend auf die entsprechenden Objekte zugreifen kann. Aber man eben keinen Einfluss hat, dass man nachträglich noch den Namen verändert oder die Hand. Ja, und in diesem Spiel geht es ja im Wesentlichen darum, dass man erkennt, ob auf der Hand 2 identische Karten sind und genau deswegen werde ich auch hier noch für den Spieler eine Methode dazu aufführen. Hat 2 identische Karten auf der Hand. Das heißt, wir würden jetzt hier eben durch die Hand durchiterieren. Und wir können uns ja sicher sein, dass die Hand niemals null ist. Und ich wollte gar nicht durch Name durch, sondern durch die Hand, bitte. Also im Prinzip können wir das fast so ähnlich machen, wie wir das hier in diesem Test spezifiziert haben. Was machen denn diese beiden Vorschleifen hier unten? Ich fange eben, wenn ich das geschickt mache, könnte ich das ja mal auch mal aufzählen. Wenn wir uns hier jetzt eben vorstellen, dass wir mehrere Kartenobjekte haben und das ist eben an Position 0 und diese Karte ist an Position 1 und diese an Position 2 und diese an Position 3 und dann könnte man sich vorstellen, dass es hier so weitergeht, bis eben 32 sollten, glaube ich, in einem Stapel drin sein. Dann fängt eben diese äußere Vorschleife bei 0 an und geht dann sofort eben beim Durchlauf in die innere Vorschleife, wo eben J jetzt bei I plus 1 anfängt. Also I ist eben ganz am Anfang auf 0 gestellt und J
läuft eben bei I plus 1 eben 1 jetzt los. So, und dann vergleiche ich einfach diese beiden Karten hier. 0 ist, also ist diese Karte gleich der hier. Und wenn das nicht der Fall ist, dann geht ja diese Vorschleife einfach weiter, also J wird erhöht. Das heißt, es schaut jetzt nicht mehr auf die 1, sondern auf die 2. Und dann vergleichen wir eben die 0 und die 2. Ja, sind diese beiden gleich? Wenn das passt, dann gehe ich zur 3 weiter und so weiter, bis eben diese innere Vorschleife vorbei ist. Und so kann ich dann eben sukzessive alle folgenden Karten mit der Karte an Position 0 vergleichen. So, und wenn eben diese innere Vorschleife komplett durch ist, dann kann ich sagen, ich rücke jetzt I um eine Position weiter. Das heißt, I schaut jetzt auf die 1. Und J wird eben mit I plus 1 initialisiert. Das heißt, dieser schaut jetzt eben anfangs auf die 2 und dann vergleiche ich eben 1 mit 2. Und wenn es passt, dann vergleiche ich 1 mit 3 und so weiter. Und so gehe ich einfach sukzessive durch die durch den Kartenstapel durch und vergleiche jede Karte miteinander. Und genau dieses Prinzip, was ich hier jetzt eben gezeigt habe, wie eben diese beiden Vorschleifen hier eigentlich funktionieren, genau das werden wir jetzt eben auch auf die Spielerklasse anwenden. Und dann werde ich, glaube ich, auch mal hier tatsächlich eine Vorschleife machen. Und I beginnt eben bei 0 und läuft bis Hand.count. Eigentlich reicht sogar Hand.count minus 1, weil ganz am Ende gibt es keine anderen Möglichkeiten mehr, das zu durchlaufen. Und J läuft eben auch bis Hand.count. Und wir werden hier jetzt eben bei I plus 1 starten, wie wir das auch gemacht haben. Und wir gucken jetzt eben mal, ist Hand an der Stelle I gleich Hand an der Stelle J. Wenn das der Fall ist, dann geben wir Return True zurück. Und wenn wir hier alle Karten vergleicht haben und wir konnten niemals in diesen Fallraum laufen, dass wir hier Return True zurückgeben, das heißt, wir haben eigentlich beide Vorschleifen hier durchlaufen, dann können wir auch hier Return False zurückgeben, weil wir sicher sind, wir haben alle Karten verglichen, dass keine der Karten identisch ist. Und das ist eben eine sinnvolle Hilfsmethode, die auf der Spielerklasse meines Erachtens existieren soll, da wir diese dann eben später ganz einfach einsetzen können. Okay, sobald wir das eben haben, können wir uns um den eigentlichen Spielablauf kümmern. Also ich werde hier jetzt erstmal einen sogenannten Composition Route machen. Ein Composition Route ist einfach eine Stelle, üblicherweise am Anfang einer Applikation, in der wir alle Objekte erstellen, die für den Ablauf des Programms notwendig sind. Also was brauchen wir? Wir brauchen natürlich erstmal zwei Spieler, die gegeneinander spielen. Und das Ganze werde ich mir direkt in einer Liste festhalten. Das heißt, ich mache hier eine Liste, die Spieler enthält. Und wir werden hier jetzt eben einen neuen Spieler hinzufügen, der eben Bernie heißt. Und der andere Spieler ist der Erd. Vielleicht kennt ja jemand die beiden. Und was wir natürlich noch brauchen, ist einen Kartenstapel-Ersteller. Denn den können wir natürlich einsetzen, um ein oder mehrere Kartenstapel zu erstellen. Und wir können dann eben hier auch einen Kartenstapel machen. Einfach eine neue Liste von Karten. Und wir brauchen ja jede Karte viermal. Das heißt, ich laufe hier jetzt einfach in einer Vorschleife viermal durch und rufe dann eben Kartenstapelersteller, erstelle Kartenstapel auf. Und
Die Liste enthält eine Methode, die heißt addRange. Und mit dieser addRange-Methode kann ich eben nicht nur ein einzelnes Element, wie wir es bei der add-Methode gewohnt sind, zum Kartenstapel hinzufügen, sondern wir können hier eben auch eine, ich zeige einfach mal den Funktionskopf dieser Funktion, wir können hier einen beliebigen enumerable of t, eine beliebige Collection angeben und sämtliche Elemente, die in dieser Collection drin sind, werden dann auch zu dieser Collection jeweils hinzugefügt. Ja, wenn wir das gemacht haben, müssen wir natürlich noch den ganzen Kartenstapel mischen. Also wir brauchen einen Kartenmischer. Mischer, hier haben wir ihn. Und dann soll er uns bitte den Stapel mischen, den wir hier haben. Kartenstapel. So, damit das ordentlich ist. Und sobald wir das gemacht haben, könnten wir dann eigentlich mehr oder weniger einen sogenannten Spielablauf noch erstellen, der sich und dieses Objekt kümmert sich eigentlich um den tatsächlichen Spielablauf. Also im Prinzip geht das Spiel ja so vor, dass wir hier eben einmal ist ein Spieler an der Reihe, der zieht eine Karte, überprüft, ob er zwei identische Karten auf der Hand hat und wenn das nicht der Fall ist, dann muss er eben eine ablegen. Und das möchte ich eben in dieser Klasse Spielablauf hier festlegen und die erstelle ich mir jetzt hier einfach mal als Public Class und dazu erstelle ich mir eben ein neues File. Und hier werde ich eben eine Methode machen, die Spielerunde heißt, beispielsweise. Und was ich natürlich dazu brauche, sind Spieler. Das heißt, im Konstruktor werde ich mir erstmal eine Liste an Spielern übernehmen lassen. Ich werde mir hier eben ein Feld dazu erstellen und gucken, dass dieser Parameter nicht null ist. Und was ich auch bräuchte, ist eben der Kartenstapel. So, und was ich eben zu Beginn einer Runde machen werde, ist, dass ich erstmal sicher gehe, dass kein Spieler Karten auf der Hand hat. Das heißt, ich erstelle mir hier eine Zusatzfunktion, die leere Hände heißt. Und hier gehe ich jetzt einfach durch jeden Spieler durch. Und werde einfach sagen Mitspieler Hand clear, damit ich eben sicher bin, dass keine Karten mehr auf seiner Hand sind. Ja, und dann teile ich zwei Karten an jeden Spieler aus. Das heißt, ich werde hier jetzt eben wiederum durch alle Spieler durchlaufen und den Kartenstapel
hier mischen. Entschuldigung, vom Kartenstapel zwei Karten wegnehmen. Das heißt, ich laufe hier bis 2 und werde jetzt hier eben sagen, Kartenstapelpunkt an der Stelle Index, das wäre eben eigentlich 0, gebe ich jetzt eben besagten Spieler auf die Hand. Und dann entferne ich natürlich diese Karte vom Kartenstapel. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich eben auch dann mit dem tatsächlichen Spiel beginnen. Das heißt, ich mache hier einfach mal eine While True Schleife. Und werde jetzt eben durch wiederum alle Spieler durchiterieren. Und dann lasse ich ihn eine Karte ziehen. Das heißt, im Prinzip brauche ich eben genau diese Sache hier unten. Das heißt, ich werde auch das nochmal hier refactoren. Ich ziehe mir diesen Code hier raus, füge ihn hier unten ein und rufe dann hier einfach diese Methode auf. Genau deswegen mache ich das hier unten auch. Gib Karte von Stapel an Spieler. So, und dann gucke ich eben, hat der zwei identische Karten auf der Hand? Wenn das hier eben der Fall ist, dann muss ich irgendwie sagen, der hat gewonnen. Das heißt, ich könnte mal ganz krass einen Console-Write-Line machen, wo ich dann eben sage, gewinnt. Und hier muss ich dann eben das Ganze aufmachen und hier mache ich dann eben einen Return. Und wenn das Ganze aber nicht funktioniert hat, dann muss er eben jetzt eine Karte weglegen. Und das heißt, im Prinzip brauchen wir hier noch die Möglichkeit, dass wir sagen, Private Void, leg Karte weg. Also eigentlich würde ich diese Funktion sogar auf der Spielerklasse implementieren. Und hier kriegt man eben die Karte, die hier weggenommen wird, zurück. Ja, und was wir hier brauchen, ist eben eine Instanz von Random. Die werde ich mir auch direkt hier erstellen. Und was wir hier machen können, ist dann eben, dass wir sagen, wir berechnen uns wieder einen Zufallsindex. Und wir legen dann aus der Hand eben das entsprechende Bit ab. Wir sagen hier wieder random next mit Hand.count und geben eben dieses Objekt hier in diese temporäre Variable. Und wir brauchen trotzdem den Index, den müssen wir uns leider merken. Zufallsindex
können wir dann eben sagen, dass wir das so machen. Dann nutzen wir diesen Zufallsindex hier und rufen dann eben auf der Hand remove add auf für den Zufallsindex und geben dann die weggelegte Karte zurück. So sieht das Ganze aus. Und diese Methode kann ich dann hier eben wiederum aufrufen, um dann eben zu sagen, dass wir diese Karten hier auf den Stapel wieder hinten anfügen. Das heißt, wir haben hier einen Kartenstapel. Wir machen hier ein Add auf Spieler.legKarte weg. Also das heißt, die Karte, die der Spieler jetzt weglegen muss, weil er eben noch nicht gewonnen hat, die kommt wieder auf den Kartenstapel. Okay. Wenn wir das gemacht haben, habe ich noch zwei Punkte, die mir noch nicht gefallen. Wenn eine Runde gespielt wird, wird noch nicht gemischt. Das heißt, ich würde mir auch den Kartenmischer übergeben lassen. Hier im Konstruktor. Und das erste, was ich natürlich machen würde, ist, dass ich hier nicht bloß Clear aufrufe, sondern dass ich diese entsprechenden Karten, die die Spieler noch auf der Hand haben, die würde ich wieder zum Kartenstapel hinzufügen. Spieler.hand. Nee, das heißt Mitspieler, sorry, Mitspieler, Hand. Für jede Karte auf deren Hand füge ich die eben wieder zum Kartenstapel hinzu. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich eben die Hand freilegen. Damit die ein bisschen verbessert ist. So, und dann mische ich eben den Stapel nochmal. Und damit sollte dann eine Runde spielen tatsächlich Sinn machen. Okay. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Wir haben hier eben, wenn wir eine Runde spielen, legen wir erstmal die Karten, die noch die Spieler auf der Hand haben, zurück. Dann mischen wir den Stapel, wir teilen an jeden Spieler zwei Karten aus und dann kommt unsere eigentliche Rundenlogik. Das heißt, ein Spieler ist dran, der gibt, wir geben ihm eine Karte oder er zieht eine Karte vom Stapel. Dann können wir eben fragen, hat der zwei identische Karten auf der Hand? Wenn das der Fall ist, dann geben wir raus, dass er gewonnen hat und beenden die komplette Runde. Also was man dann vielleicht noch machen könnte, wäre eben, dass man sagt, Anzahl Gewinne, dass wir die hier erhöhen. Und dann können wir uns natürlich hier auch eine Eigenschaft erstellen, die wir allerdings ausformulieren. Das heißt, ich habe hier eine Get-Methode, die eben Anzahl Gewinne zurückgibt. Und ich habe hier eine Set-Methode, die eben überprüft, dass if value kleiner gleich Anzahl Gewinne ist, dann werfe ich eine Argument out of range exception Anzahl Gewinne kann nur erhöht werden. Also ich muss es genau umdrehen. Diese beiden
Werte. So, und dann brauchen wir hier natürlich noch ein Feld für Anzahl Gewinne. Und das müssen wir hier natürlich auch noch setzen. So. Okay. Und wir können dann hier eben im Spielauflauf sagen, dass wir hier die Anzahl Gewinne erhöhen. Und genau das ist dann eben das Interessante, dass wir zählen können. Es war dann ja auch Teil der Aufgabe hier unten, dass wir mehrere hundertmal gegeneinander antreten lassen. Und dann schauen wir uns eben hier an, wie das Ganze funktioniert hat. Okay, dann können wir jetzt eben nochmal in den Composition Root schauen und sehen, dass unser Spielablaufobjekt ja noch Parameter für den Konstruktor braucht. Also wir brauchen erstmal eine Liste an Spielern, die wir übergeben. Dann brauchen wir den Kartenstapel und den Mischer. Und da wir jetzt alle Objekte erstellt haben, die wir für den Ablauf brauchen, unseres Programms, können wir den jetzt hier einfach aufrufen, meine ich, Entschuldigung. Also wir könnten hier eben jetzt sagen Spielablauf.spielerunde und dann können wir das Ganze natürlich jetzt auch nochmal bilden und ausführen. Also wir erstellen hier die Liste der Spieler und hier eben den Kartenstapel, der eigentlich aus vier Kartenstapeln besteht, weil jede Karte viermal vorkommen soll. Dann haben wir hier einen Mischer, der mischt den Stapel auch gleich mal und hier jetzt eben unseren Spielablauf. Und wir sagen jetzt einfach, wir spielen einfach mal eine Runde. Wir leeren die Hände von den Spielern, hier sollte eigentlich nichts passieren, weil eben auf der entsprechenden Hand nichts ist. Und wir mischen jetzt nochmal den Stapel. Also wir hätten es in Composition Root eigentlich gar nicht machen müssen. Und wir teilen jetzt zwei Karten an jeden Spieler aus. Das heißt, wir landen jetzt hier. Wir geben dem entsprechenden Spieler eben jetzt die Karte an der Stelle 0. Wir haben toString noch nicht überschrieben, das wäre noch interessant. Ich glaube, das werde ich mal machen. Wir haben gerade gesehen im Debugger, dass hier für Instanzen von Karte nur der vollqualifizierte Name dieser Klasse angegeben wird. Und genau das werden wir jetzt noch ändern. Wir können das beispielsweise machen, indem wir hier toString überschreiben. Und hier geben wir einfach string.format zurück. Oder wir können es sogar einfacher machen. Wir sagen, wir hätten gerne die Farbe .toString und das kombinieren wir mit einem Leerzeichen und dann dem Wert toString. Da habe ich natürlich auch nicht das Plus vergessen. Und damit sind wir eben hier bei dieser toString-Implementierung fertig. Und wenn wir jetzt nochmal bis zu dieser Stelle direkt laufen im Debugger, dann können wir natürlich auch sehen, wie jetzt hier der Kartenstapel aufgebaut ist. Also wir haben hier jetzt eben Herz Bube, Kreuz 10, Kreuz Bube und so weiter. Hier sind eben diese kompletten Objekte, die sich im Kartenstapel als Karten befinden, enthalten. Ja, und dann geben wir eben ihm die Karte an ganz vorne im Stapel und entfernen die daraus. Wir sollten jetzt hier eben bloß noch 127 Elemente haben und auf der Hand ist eine. Und das machen wir natürlich nochmal. Und auch für den anderen Spieler. Wir geben ihm zwei Karten. Und damit kommen wir in die eigentliche Runde rein. Wir geben ihm nochmal eine Karte vom Stapel und überprüfen jetzt eben, hat er zwei identische Karten auf der Hand. Und wir können uns die Hand ja mal anschauen. Wir sehen hier, er hat eben den Herzbube und zweimal die Kreuz 10, also er ist tatsächlich schon ein Gewinner. Und der erste Vergleich schlägt eben noch schief, weil hier eben diese beiden Karten noch nicht gleich sind. Und auch der sollte schief laufen.
Aber wenn wir jetzt eben die zweite mit der dritten Karte vergleichen, dann kommen wir eben hier rein, dass wir zweimal den Kreuz Bube haben und diese Funktion gibt True zurück. Damit können wir eben auf der Konsole ausgeben, dass dieser Spieler hier gewonnen hat. Wobei hier noch ein Fehler ist, sehe ich gerade. Wir müssen hier natürlich den Namen ausgeben. Und wir können bei ihm die Anzahl der Gewinne hochzählen. Und dann gehen wir hier aus dieser Spielrunde-Funktion wiederum raus und sind mit dem Programm fertig. Wir könnten hier noch sehen, dass Bernie gewinnt. Das ist unser Spieler 1, also auch das passt. Und damit sind wir auch am Ende für dieses Blatt. Ich habe hier mehr oder weniger schon mitgeloggt, wie viele Spieler, wie oft welcher Spieler gewonnen hat, das wollte ich sagen. Natürlich können wir hier dann auch natürlich noch irgendwie uns Daten mittracken, die wir hier eben gucken können. Also wir würden hier eben auch noch mitzählen, wie viele Züge wurden denn gespielt und dann können wir uns darum, das werde ich glaube ich nochmal schnell programmieren, damit wir das auch haben. Das heißt, wir machen uns hier einfach noch eine Liste mit wie nennen wir das? Eigentlich müssten wir bloß eine Liste auf Anzahl Züge Auswertungsliste können wir das tatsächlich nennen. Die initialisiere ich mir hier gleich inline und ich mache mir hier eben einen Counter. Und ich laufe hier eben durch und erhöhe hier direkt mal diesen Counter. Und wenn ich hier bin, tracke ich das eben mit, dass ich jetzt hier diese Anzahl Züge bis zum Sieg hier mit zu dieser Liste hinzufüge. Und dann kriege ich quasi in dieser Liste, dazu werde ich mir auch noch eine Read-Only-List auf Int hier das als lesenden Wert zurückgeben. Und hat er das jetzt angepasst? Achso, das war jetzt hier nicht. Also wir haben jetzt eben für Außenstehende eine Möglichkeit, dass man sich pro Spiel anschaut, wie viele Züge hat es denn gedauert, um den Sieger zu bestimmen. Und was wir dann natürlich noch in der Programming machen können, ist einmal natürlich, dass wir uns eigentlich so Readline hier am Ende noch hinzufügen. Und wir können jetzt aber natürlich auch 100 Spiele machen. Und hier 100 mal Spielrunde aufrufen. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir jetzt hier eben auswerten, console.writeLine Anzahl Spiele ist eben 100. Dann können wir sagen, console.writeLine hat so und so oft gewonnen. Das können wir eigentlich in einer For-Each-Schleife machen, indem wir durch die Spieler iterieren. Mitspielername und wir brauchen Mitspieler.Spieler
Anzahl Gewinne. Und dann können wir hier jetzt eben auch noch Console Write-Line machen mit Maximum Züge. Hier haben wir eben, hier können wir jetzt tatsächlich auch Link einsetzen. Das was haben wir zwar heute erst in der Vorlesung kennengelernt, aber man kann hier eben auf die auf den Spielablauf Punkt die Auszüge Auswertung, hier nehmen wir einfach das Maximum. Hier haben wir eben dann das Minimum an Züge. Und auch hier können wir eben Spielablauf diese Liste nehmen und hier einfach Minimum aufrufen. Und dann haben wir beispielsweise noch den Durchschnitt. Wer hätte es geglaubt, das heißt dann einfach Average. Und hier haben wir dann eben noch den Median. Ja, den Median braucht man nicht. Das interessiert mich eigentlich nicht so. Der gibt hier ein Double zurück, nehme ich an. Das ist gut. Und dann machen wir hier noch eben einen F2, glaube ich. Also das sagt einfach aus, dass dieser Double-Wert, der hier von Average zurückkommt, eben mit 2 Dezimalstellen ausgegeben werden soll. Und dann gucken wir doch mal an, ob das Ganze jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wir können noch eine Console-Write-Line dazwischen machen, damit das ordentlicher ausschaut. Also wir haben hier eben eine ganze Liste an Bernie gewinnt, Erd gewinnt und so weiter. Und wir haben hier eben 100 Spiele gespielt. Bernie hat 50 gewonnen, Erd hat auch 50 gewonnen. Das ist ja, also fairer geht es ja kaum. Im Durchschnitt haben wir 10 Züge gebraucht, damit ein Gewinner feststand. Das Maximum hat aber mal 48 Züge gebraucht und das Minimum eben einen Zug. Und so kann man eben seinen Code strukturieren, um dann eben genau diese Angaben, die ich hier für Aufgabe 4 gemacht habe, auf diesem Blatt umzusetzen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!